Reihe Bauern, die sich der Knechtschaft des Moskowitischen Reiches entziehen. Schon früh kennt dieser Pulk Gesetzloser ein gemeinsames Ziel. Kampf den Häschern des Zaren und der Nogaya-Khane im Süden des Landes. Ihre Reviere sind gefürchtet. Kaum eine Händlerkarawane kommt ungeschoren durch das wilde Grenzland im Kaukasus, die Steppen am Don oder durch das Flussdelta des Dnieper. Von den Turk-Tataren übernehmen sie die Bezeichnung Kasak und versetzen das Land als freie Krieger bereits im 15. Jahrhundert in Aufruhr und Schrecken. Dennoch, ein Volk waren sie nie, die Kosaken. Das gehört ins Reich der Legenden. Der neu gewählte General Ataman, der oberste Führer der Union der Kosakenheere Russlands und des Auslands, so sein offizieller Titel, hält seine Antrittsrede. Viktor Nikolajewitsch Ratjew warnt die angereisten 12.000 Getreuen. »70 Jahre lang waren wir ausgelöscht. Nun sind wir wieder da. Lenin, Trotzki und Sverdlov haben versucht, uns auszurotten. Sie haben es nicht geschafft. Dank dem heutigen Präsidenten Jelzin erleben wir Kosaken unsere Wiedergeburt. Und das nicht nur auf dem Papier, nein, in Realität. Seht euch um. Dennoch, Brüder, Atamanen und Kosaken, wir müssen auch weiterhin auf der Hut sein und für unsere Sache kämpfen.« Für ihre Sache kämpfen die Kosaken bereits seit fast 600 Jahren. Meist weniger wortgewaltig als hier und heute in Russlands alter und neuer Kosakenhauptstadt Nowotscherkassk am Don. Selten nur können die russischen Zaren die Kosaken unterwerfen. So arrangiert man sich mit ihnen und nutzt ihre Dienste als Grenzwächter und Späher in den Weiten der Steppe. Ende des 16. Jahrhunderts tritt der Kosak Wassili Erlenin alias Jermak in den Dienst Iwans des Schrecklichen. Jermak fällt im Auftrag des Zaren und der reichen Kaufmannsfamilie Stroganow in das sagenhafte Reich des sibirischen Tatarenkans Kutschum jenseits des Urals ein. Das Motiv des Überfalls und der anschließenden Ausdehnung nach Osten ist das gleiche wie beim Drang der Amerikaner nach Westen, die Gier nach Pelzen, Salz und Gold. Kaum 50 Jahre später erobern freie Kosakentrupps die Halbinsel Kamtschatka, im äußersten Nordosten des riesigen Landes. Taten, die den Mythos vom unschlagbaren, tollkühnen Grenzritter begründen. Leben die Kosaken, lebt Russland. Es gibt kein Russland ohne Kosaken und keine Kosaken ohne Russland. Das war schon immer so. Bald überziehen Horden von Kosaken das immer größer werdende Reich. Je nach Kriegsglück im Namen des Zaren, der Könige von Polen oder schlicht aus Beutegier. Im Süden der heutigen Ukraine erwirbt sich eine besonders wilde Truppe einen grausamen Ruf. Sie lagern in einer natürlichen Festung, der Saporoger Setsch, hinter den Stromschnellen am Unterlauf des Dnieper. Dem türkischen Sultan durch ständige Überfälle auf seine Handelsschiffe im Schwarzen Meer zum Dorn im Fleisch geworden, erwehren sie sich einem Vergeltungsschlag der Hohen Pforte und schicken als Antwort einen Schmähbrief nach Konstantinopel. Du sultanischer Teufelschwanz! Schweinehirt von Groß- und Klein-Ägypten. Ei, was bist du, Hosentrompeter, doch für ein trauriges Zwiebelchen. Wie will so ein Windei wie du ehrliche Christensöhne und Saporoscher Kosaken in seine Gewalt kriegen? Da wir keinen Kalender haben, wissen wir das Datum nicht, womit du uns den Hintern küssen kannst. Amen. So die Legende und die Lieblingsgeschichte des Josef Stalin. Die Realität ist eher ernüchternd. Bereits im Mai 1709 machen die Schergen von Zar Peter I. die Setsch dem Erdboden gleich. Steuerlast, Enteignung und Sklavendienste treiben immer mehr Menschen in die Gesetzlosigkeit, zu den Kosaken. Namen von Rebellenführern wie Stenka Rasin, Bulawin oder Mazepa gehen in die Legende ein.
Wladikawkas, Hauptstadt von Nordossetien am Fuße des Kaukasus. Wo früher nur wildes Grenzland war, leben heute über 200.000 Menschen, Russen und Kaukasier. Noch vor 200 Jahren markierten kosakische Wehrdörfer die südlichen Grenzen des Riesenreiches Katharinas der Großen. Wladikawkas, Beherrscherin des Kaukasus, der Name ist einst Programm gewesen und wird es vielleicht bald wieder sein. Warum wohl hatten die Zaren die Kosaken in den Kaukasus umgesiedelt? Früher in der Zarenzeit trennten die Kosaken die gegeneinander kämpfenden kaukasischen Völker. Mit anderen Worten, wir sorgten hier für Ruhe und Frieden. Deswegen sind wir hier. Viele von uns sagen, dass es in der Zarenzeit viel besser gewesen sei als in der Zeit des Totalitarismus. Na ja gut, warum also sollten wir nicht versuchen, diese Zeit wiederzubeleben? Brief an den Herrn Kommandanten der Festung Bilogorskaja. Geheim. Hierdurch setze ich Sie in Kenntnis, dass der aus dem Arrest entflohene Don Kosak und Raskolnik Jemeljan Pugatschow, nachdem er sich in unverzeihlicher Frechheit den Namen des hochseligen Kaisers Peters III. Zugelegt... So beginnt Alexander Puschkin seine Erzählung über den legendären Kosaken- und Rebellenführer Jemeljan Pugatschow. Als Fähnrich leistet der spätere Rebell seinen Treueeid auf die Fahne Katharinas der Großen und zieht gegen die Türken in den Krieg. Durch Demütigungen vorgesetzter Offiziere jedoch verliert er seinen Glauben an die Krone und desertiert. Von nun an steht er auf der schwarzen Liste. Binnen kurzer Zeit stellt er eine Kosakenarmee von über 10.000 Mann, fast ausschließlich entrechtete Bauern und geflohene Leibeigene, auf die Beine und terrorisiert das Land mehr als 2 Jahre. Am 10. Januar 1775 wird Jemeljan Pugatschow gevierteilt und anschließend geköpft. Doch Pugatschow lässt die Kaiserin noch immer nicht in Ruhe. Katharina trägt seinen Geburtsort bis auf die Grundmauern ab. Sie befiehlt, seinen Namen und seine Taten aus dem Gedächtnis zu streichen. Es solle, so die Kaiserin, ewiges Vergessen und tiefes Schweigen über dieses dunkle Kapitel der Geschichte fallen. Die Unabhängigkeit der Kosaken ist gebrochen. Einige ihrer Führer werden in den zaristischen Dienstadel erhoben. Schließlich sind die Kosaken eine der verlässlichsten Säulen der russischen Autokratie. Bis zum letzten Kaiser der Romanow-Dynastie, Zar Nikolaus II., steht der Thronfolger als oberster Feldataman allen Kosakenheeren vor. Ein Symbol für die Bindung an das Zarenhaus. Bei Hof hält man sich eine Kosakenleibgarde, den Konvoi. Doch nichts kann den Zerfall des alten Russland aufhalten. Hungersnöte führen zu Unruhen im ganzen Land. Die Antwort des Staates im Januar 1905: Der Zar lässt die demonstrierende Bevölkerung vor dem Winterpalast in St. Petersburg niederschießen. Sommer 1914. Generalmobilmachung im Deutschen Kaiserreich. Auch in Russland erschallt der Ruf: Zu den Waffen für Zar und Vaterland. Vergessen sind Hunger und Elend. Die russische Erde scheint in Gefahr. Nikolaus II. Schickt auch 360.000 Kosaken in den Krieg. Von der deutschen Propaganda werden sie als wahre Monstren dargestellt. Schon einige Tage später fallen die ersten Kosakeneinheiten in Ostpreußen ein. Die düsteren Prophezeiungen scheinen sich zu erfüllen. Doch gegen Maschinengewehr, Stacheldraht und Artillerie ist selbst die gefürchtete Kriegerkaste des Zaren machtlos. Die Gefahr aus dem Osten war keine mehr. Nur wenige von ihnen sehen deutsche Gefangenenlager. Die meisten sterben auf dem Schlachtfeld. Das alte Russland beginnt unter der Belastung des Krieges zu zerbrechen. Selbst die Kosaken sind kriegsmüde.
Der letzte Romanow, Zar Nikolaus II., dankt ab im Februar 1917. Die provisorische Übergangsregierung unter Alexander Kerensky ist nur von kurzer Dauer. Die Kosaken besinnen sich nach fast anderthalb Jahrhunderten wieder auf ihre anarchisch-demokratische Tradition und ihre Solidarität mit den Armen. Noch in der Nacht des 24. Oktober 1917 sucht Kerensky vergeblich den Schulterschluss mit den einst zarentreuen Kosakenheeren. Der Weg in den Petrograder Winterpalast ist frei für Lenins Bolschewiken. Die Geschichte des alten Russland ist zu Ende. Das Land versinkt im Chaos, im Bürgerkrieg. Viele Uniformen der Kosaken im Don-Gebiet sind Vorbildern der Bürgerkriegszeit entlehnt. Die Kosaken trugen sie, als sie an der Seite der Weißen gegen die Roten kämpften. Sie standen auch da in vorderster Front, waren die schlagkräftigsten Einheiten, die Prätorianergarde der weißen Reaktionäre gegen die Bolschewisten. Ich würde mal kurz die Bedeutung dieses Abzeichens erklären. Diesen Säbel hier nennen wir Adams Kopf. Er befindet sich unter dem orthodoxen Kreuz, dem Symbol der Ewigkeit. Als die Front der Weißen zu bröckeln begann, entmutigt durch die Propaganda der Bolschewiki, da bildeten die Kosaken unter ihrem General Kornilow Todesbrigaden. Die trugen diese Abzeichen auf der rechten Schulter. General Kornilow hat am Don eine weiße Freiwilligenarmee aufgestellt, deren Kerntruppen Kosaken sein sollten. Doch die meisten der Frontowiki, der kosakischen Soldaten, die noch die Schrecken des Ersten Weltkrieges in den Knochen haben, sind kriegsmüde. Erst der neue General-Ataman Pjotr Nikolajewitsch Krasnow kann im Frühjahr 1918 die versprengten Kosakenhaufen im Süden einen. Dem Schlachtruf Krasnows, der Don den Don-Kosaken, folgen unzählige Kosakenhorden auf Seiten der Weißen. Die Sowjetpropaganda bleibt nicht untätig. Mit Erfolg zersetzen Lenins Agitatoren die weißen Einheiten. Fast ein Drittel der Don-Kosaken-Armee läuft zu den Roten über. Dem Ataman Krasnow sagt man nach, er wolle die Autonomie des Don-Gebietes für 4 Millionen Silberrubel an die Deutschen verkaufen. Doch noch hält die Mehrheit der Kosaken zu den Gegnern der Roten Revolution. Frühjahr 1919. Die Weißen unter General Denikin im Süden, General Judenitsch im Baltikum und Admiral Koltschak in Sibirien rüsten zur letzten Offensive gegen das verhasste bolschewistische Machtzentrum Moskau. Doch der Krieg findet nicht nur an der Front statt. Grabenkämpfe in eigenen Reihen führen zu unzähligen Scharmützeln. Die Kugel ist die gängige Münze, mit der man es dem anderen heimzahlt. Terror überzieht das Land. Von nun an wendet sich das Blatt. Die Rote Armee erobert die von den Weißen besetzten Gebiete wieder zurück. Der Staatsterror der Bolschewiken richtet sich gegen ganze soziale Gruppen der Bevölkerung. Auch Baron Wrangel, letzter Befehlshaber der weißen Gegner der Revolution, setzt sich mit seinen Getreuen, darunter viele Kosakenführer, von der Krim aus ins Exil ab. Wir haben doch schon immer das Image von Verfolgten. Allein im Bürgerkrieg wurden zwischen 1918 und 1921 fast 70.000 Kosaken liquidiert. Wer von den Roten nicht gleich umgebracht wurde, den verschleppte man nach Sibirien oder in den fernen Osten. Nur wenige von uns konnten den Mördern entkommen und lebten dann überall verstreut. Ruskoe Zarubezhye, Russlands Hauptstadt jenseits der Grenzen. Das ist Berlin für viele Bürgerkriegsflüchtlinge, die hier eine neue Existenz suchen. Doch weder in Istanbul, Paris, London oder Belgrad ist die Lage der russischen Emigranten so paradox wie im Deutschland der 20er Jahre. Schließlich leben sie in einem Land, das sie 4 Jahre zuvor noch erbittert bekämpft haben. Auch nimmt Deutschland bereits 1922 wieder diplomatische Beziehungen mit Sowjetrussland auf.
Dennoch fühlen sich die Entkommenen jetzt erst recht als die wahren Hüter kosakischer Tradition und bekämpfen das Sowjetsystem in der Heimat von der Fremde aus. Mit Schwierigkeiten. Erstmal schottete Stalin das Land vollkommen ab gegen die Ausländer. Das hing nicht zusammen mit dem Nationalsozialismus, sondern auch die anderen Botschaften wurden also absolut abgeschottet. Man wollte nicht sich in die Karten gucken lassen. Und dann begann ja ab 1933 eigentlich ein Umbau der Sowjetunion. Stalin begann ja, gewisse Eckpfeiler des Kommunismus abzubauen. Also er erklärte, die Gleichmacherei ist ein kleinbürgerliches Vorurteil zum Beispiel. Pjotr Nikolajewitsch Krasnov, der im Bürgerkrieg gescheiterte Kosakengeneral, schreibt Romane. Die Vorliebe für autoritäre Politik verliert er jedoch auch nicht im Berliner Exil. Im Gegenteil. Durch Hitlers rabiaten Antibolschewismus gleichen sich Krasnovs Ansichten immer mehr denen der Naziführer an. Es scheint, als sei er der rechte Mann, die Kosaken mit Hilfe der Nazis wieder heimzuführen, um Rache zu nehmen. 22. Juni 1941. Hitler überfällt die Sowjetunion. Als die deutschen Soldaten bereits einen Monat später in der Ukraine einmarschieren, werden sie von der Bevölkerung als Befreier vom Joch des Bolschewismus begrüßt. Man reicht Brot und Salz als Zeichen der Freundschaft. 4 in den alten Kosakengebieten Südrusslands hoffen auf den Sturz Stalins, der die Kosaken ihrer Rechte beraubt und die Bewohner ganzer Dörfer aus Rache nach Sibirien oder Kasachstan deportiert hatte. Die Emigranten im deutschen Exil sehen nun ihre Stunde gekommen. Krasnov kann schließlich die Rassentheoretiker der Nazis davon überzeugen, dass die Kosaken Abkömmlinge der nordischen und dinarischen Rasse seien und starke Blutsbande zu ihrem ursprünglich germanischen Heimatland bewahrt hatten. Die SS hatte behauptet, dass die Kosaken ein eigenes Volk seien. Während die Kosaken ja nur eine Wehrverfassung sind. Man hätte sagen können, die SS ist auch ein eigenes Volk. Das war natürlich Unsinn. Und das war, gab Herr Stauffenberg die Möglichkeit, auch Kosakeneinheiten aufzustellen. Aber im Übrigen war es ja so, dass die Masse der sowjetischen Kriegsgefangenen, die bei uns freiwillig dienten, die Russen und Ukrainer dienten allem in deutschen Divisionen. Und jede deutsche Division im Osten hatte etwa 15% sogenannte Hilfswillige. Oberst von Stauffenberg, der spätere Hitler-Attentäter, sollte damals Ostfreiwillige organisieren, auch Kosaken. Die waren immer unzufrieden. Die waren unzufrieden bei Zaren, weil sie selbstständig sein wollten. Die waren unzufrieden beim Stalin. Die waren unzufrieden beim alle anderen. Und die waren auch bei uns unzufrieden. Die wollten selbstständig, ein selbstständiger Staat werden. Und wir hatten ja viererlei Kosaken. Die Kuban-Kosaken, die Terek-Kosaken, die Don-Kosaken und die Sibir-Kosaken. Die Kosakenverbände, die sich der deutschen Wehrmacht angeschlossen haben, gehören zu den erbittertsten Feinden des Bolschewismus. Die Nazis stecken den alten General Krasnov in eine deutsche Generalsuniform. Besuch bei General Krasnov. Er baut in Berlin das zentrale Kosakenbüro auf und betreibt die Aufstellung von Kosakeneinheiten. Jeder dieser Offiziere und Männer kennt nur ein Ziel, Vernichtung des bolschewistischen Todfeindes. Krasnov überredet andere Altemigranten, weiße Kosakenführer aus Paris, Belgrad und Berlin, Hitler als höchsten Diktator der kosakischen Nation anzuerkennen. Aber seine Pläne, mithilfe der Nazis ein größeres Kosakia, einen Marionettenstaat von der mittleren Ukraine bis zum Fluss Samara zu schaffen, scheitern an der rassistischen Politik der Naziführung. Reichsführer SS, Himmler, nennt das Programm der Zukunft. Ob die anderen Völker im Wohlstand leben oder ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur so weit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen. Für die Russen hat Hitler nur ein einziges Programm. Das heißt, ausbeuten, aussiedeln, erschießen und erhängen. Die Zustände in den Gefangenenlagern waren grauenhaft. Die Masse der jungen Kosaken kamen aus Gefangenenlägern. Die waren aus Gefangenenlägern herausgeholt worden.
die sich dann freiwillig zur Kosakendivision gemeldet haben. Sie waren deutsche Gefangene, Kriegsgefangene gewesen, waren in deutschen Kriegsgefangenen. Nein. Und die sind dann zu uns gekommen, zur ersten Kosakendivision. Deshalb war es ja ein Problem, solchen Leuten wieder Waffen in die Hand zu geben. Der Eid auf den Führer unter Hakenkreuz und Donkosakenfahne kommt noch recht zögerlich. Erst als den Kosaken versprochen wird, ihnen alle Rechte zuzugestehen, die ihre Vorfahren besessen hatten, desertieren sie scharenweise. Die liefen komplett über mit Mann und Maus und Wagen, mit Waffen, mit Pferden, mit allem komplett liefen die über und die haben wir so gelassen, ihnen nur den Sowjetstern weggenommen und Hakenkreuz angemacht, halt, auf geht's. Aber die sagten uns gleich, die Kosaken, das ist sehr wichtig, wir kämpfen nicht für euren Hitler. Wir kämpfen auch nicht gegen unser Volk und gegen unseren Staat. Aber wir helfen euch, mit dem Kommunismus zu besiegen. Ende 1942 läuft das Scharfschützenregiment des Kosakenmajors Kononow zu den Deutschen über. Kononow, links im Bild, zieht mit Parolen wie Abschaffung der Kollektivwirtschaft, Freiheit des Eigentums und der Rede so viele Überläufer in die Reihen der Wehrmacht, dass das deutsche Oberkommando im April 1943 die Aufstellung einer eigenen Kosakendivision im ostpreußischen Milau anordnet. Deren Kommandeur, Oberst Helmut von Panwitz, ein russisch sprechender Balte, organisiert mehr als 20.000 kosakische Freiwillige, Russen und deutsches Rahmenpersonal. In dem Moment, wo Milau aufgestellt war und die Kosaken nach Jugoslawien kamen, kamen wir zu den Kosaken als Rahmenpersonal. Bei jeder Kompanie, bei jeder Schwadron waren 3, 4, 5 Deutsche. Das, was die Russen nicht machen konnten, den Furier oder den Rechnungsführer, schon mit dem schriftlichen Kontrakt, das waren Deutsche und alle anderen waren Kosaken. Wir wussten nicht so recht, wie wir die Leute nun behandeln sollten. Es kam natürlich auch zunächst mal die Sprachbarriere dazu. Aber mit viel guten Willen und viel freundlichem Gesicht und Versuch, einander zu verstehen, wir ihre etwas wilde Mentalität, sie unsere preußische Disziplin, wir fanden uns dann irgendwo auf der Mitte und waren eigentlich nach relativ wenigen Wochen schon so weit, dass man sich gegenseitig einigermaßen kannte und auch wusste, wie man miteinander umzugehen hatte. Stalingrad, Januar 1943. Hitler schickt Hunderttausende deutscher Soldaten in den Tod. Die Kapitulation der 6. Armee ist der Anfang vom Ende. Damit platzt auch der Traum von Kosakia, dem eigenen Staat der Kosaken. Jetzt geht es ums Überleben. Wir haben ja zuerst in Russland, aber wo es dann immer schlimmer wurde bei uns, liefen auch wieder Kosaken zurück. Und damit die nicht wieder zurückliefen, wurde das ganze Korps runtergenommen nach Jugoslawien. Und dort haben wir gegen die Partisanen gekämpft. Und das war ein scheußlicher Krieg. Wir haben fronterfahrene Soldaten, wir haben Angst gehabt, den Partisanen lebend oder verwundet in die Hände zu fallen. Wir haben Angst gehabt. Für die Bandenbekämpfung ist auch eine Kosakenbrigade eingesetzt. Sturm auf eine von Banden besetzte Ortschaft. Bei Titos Partisanen und der Zivilbevölkerung verbreiten allerdings auch die Kosaken Angst und Schrecken. Zum letzten Mal werden die gefürchteten Reiter des Ostens als geschlossene Verbände eingesetzt. Unter der Fahne des Feindes. Bei Kriegsende waren wir unten in Jugoslawien. Und am 8. Mai aber sagt jetzt nichts wie ab, dass der Tito uns nicht erwischt. Denn der hätte ja auch Hackfleisch aus uns gemacht. Bereits 4 Tage vorher erreichen die Kosakengenerale Krasnow und Domanow über den Plöckenpass das österreichische Kärnten.
Die Nazis haben sie und die anderen Altemigranten nebst Familien bereits ein Jahr zuvor nach Norditalien geschickt, in ein weiteres Exil. In ihrem Schlepptau befinden sich nun fast 20.000 Menschen, meist Frauen, Kinder und Greise. Ihre Kamel- und Pferdekarren laufen der 2. britischen Panzerarmee direkt in die Arme. Auf halbem Weg über die Alpen trafen wir auf ein Kosakenkommando. Die hatten ihre Pferde dabei und waren uns gegenüber ziemlich abweisend, bis sie dann bemerkten, dass wir Engländer waren. Und dann fragten sie, was sollen wir tun? Wir waren eingekeilt und sind nun auf der Flucht vor beiden Armeen. Also ging ich zum Funkgerät und nahm Kontakt zu meinem Divisionshauptquartier auf. Doch die meinten nur, die Kosaken sollten runter ins Drautal und dort warten. Und so zogen sie dann los, noch guten Mutes bis zur Drau, bis ich sie wieder sah. Die Briten kontrollieren mittlerweile ganz Kärnten. Am 7. Mai erreicht auch die Kosakenkavallerie aus Jugoslawien das Drautal. Hitlers Tod ist bekannt, der Eid auf den Führer hinfällig. General von Pannwitz schickt den Engländern ein Kapitulationsangebot. Unser General von Pannwitz, der kam und besuchte jeden Tag eine andere Schwadron und andere. Und da haben wir gesagt, Herr General, auf was warten wir eigentlich hier? Da war der 8. Mai war längst vorbei. Auf was warten wir eigentlich hier? Ich sagte, Jungs, er hat so eine lange Pfeife gehabt, mit so einem kleinen Kopf. Ich sagte, Jungs, ihr bleibt bei mir, ich bleib bei euch und wir bleiben bei den Kosaken. Ich habe mit General Alexander gesprochen, das war der englische General. Wir sind beides Freunde. Der englische General Alexander hat als junger Leutnant oben im Baltikum und ich als junger deutscher Leutnant weiß gegen Rot gekämpft. Und er hat mir sein Ehrenwort gegeben, ausgeliefert werden wir nicht. Denn sagte, Jungs, wenn es einem an Kragen geht, dann macht er mit der langen Pfeife, macht er so, dann bin's doch ich. Wir sind gar nicht jung. 40.000 Kosaken und Kalmücken lagern mit Familien, Pferden und Hausrat in unzähligen Zeltdörfern entlang der Drau. Die Lage scheint ruhig. Doch erste Gerüchte über eine mögliche Auslieferung an die Sowjets machen die Runde. Am 9. Mai schreibt von Pannwitz General Alexander, eine Kapitulation vor der Roten Armee würde für die Kosaken schreckliche Folgen haben, da die Sowjetunion deren Vernichtung ganz klar angedroht hat. Sie waren wie besessen vor Angst, dass wir sie den Russen ausliefern könnten. Deshalb rief ich mein Hauptquartier an, um zu erfahren, was genau die Situation ist. Die bestätigten mir, oh nein, unter keinen Umständen werden wir sie den Russen ausliefern. Sie können absolut beruhigt sein. In Wirklichkeit war das Schicksal der Kosaken bereits im Februar 1945 in Jalta entschieden worden. Dort haben die alliierten Führer beschlossen, dass die Kosaken den sowjetischen Behörden auszuliefern seien. Wir dachten, wir wären hier absolut sicher. Ja, wir waren sogar glücklich, bis die Offiziere, die Kosakenoffiziere, auf Lastwagen gesammelt und verladen wurden. Man sagte ihnen, dass sie zu einer Konferenz nach Spittal müssten, soweit ich das noch weiß. Der alte General Krasnow sagte beim Abschied zu seiner Frau, er werde zu Tisch wieder zurück sein. Er kam nie wieder. Ich hatte den Befehl, den Kosakenoffizieren zu erklären, dass es eine völlig normale Sache sei, die Waffen abzugeben, wenn sie mit gleichgestellten Offizieren zu tun hätten. Und zwar alles, das eine Person verletzen könnte. Also für mich war das alles eine ziemlich unglaubliche Geschichte. Wir mussten jeden genau untersuchen, der in unser Camp hereinkam. Wir nahmen ihnen die Messer ab, sogar die Kämme, Rasierklingen. Alles eben, mit dem man sich Verletzungen zufügen kann. Wie so oft in ihrer Geschichte sind die leichtgläubigen Kosaken auch dieses Mal wieder betrogen worden. But then suddenly, the situation changed very dramatically. Plötzlich veränderte sich die Situation dramatisch. Die Kosaken wurden richtig wild, unkontrolliert. Ihre Gesichter wurden aschfahl. Ich kann es nicht anders beschreiben. Und ich fürchtete um mein Leben und um das meiner Soldaten.
Sie wurden wild wie Tiere. Ich fragte sie, was denn falsch gelaufen sei, was denn los sei. Sie sagten nur, ihr habt uns verraten. Ich hakte nach und meinte, das glaube ich nicht, das wäre eine große Dummheit. Ihr wisst doch alle, dass wir euch nie an die Russen ausliefern würden. Aber sie bestanden darauf, dass dies die Wahrheit sei. Also ging ich ins Hauptquartier, um nachzufragen, und man sagte mir nur kurz und knapp, ja, es ist wahr, wir werden sie ausliefern, schon morgen. Letztendlich war dies eine anonyme Entscheidung unseres Kriegskabinetts und hatte zwei Gründe. Zum einen ging der Entscheidung eine normale Anfrage eines Bündnispartners voraus und zweitens, und das war die wirklich treibende Kraft hinter dieser Kabinettsentscheidung, wir machten uns große Sorgen um unsere eigenen Kriegsgefangenen, immerhin über 100.000 Mann, die noch in deutschen Gefangenenlagern waren, als die vorrückenden russischen Truppen sie überrannten. Die Entscheidung hatte ihren formalen Rahmen in der Übereinkunft von Jalta, die dann auch von der amerikanischen Regierung unterzeichnet wurde. Winter 45-46. Reste der Vlasov-Armee über 4000 Mann hinter Stacheldraht im amerikanischen Gefangenenlager Plattling in Oberbayern. Auch in den Reihen der sogenannten russischen Befreiungsarmee fürchten einige Kosaken ihre Auslieferung. Viele der jüngeren Kosaken, die vom Bürgerkrieg schon eine Generation getrennt waren, wandten sich dem desertierten Sowjetgeneral Vlasov zu. Doch der Kampf auf Seiten der Deutschen gegen den Bolschewismus nahm auch für sie ein bitteres Ende. William Coffin, damals amerikanischer Verbindungsoffizier, erinnert sich. And the evening I remember most poignantly and tragically, I've never gotten over this, it's not easy even to talk about it, was the night before the Americans engaged in a dawn attack on the camp. Der Abend, an den ich mich noch bestens erinnere, war, bevor die Amerikaner das Camp regelrecht niedermachten. Organized an evening, a soiree. Der russische Lagerkommandant veranstaltete ein Fest für die Obersten. Aber die wollten unter keinen Umständen. Also schickten sie mich dorthin mit dem Auftrag, sie zu vertreten. That made me pretty mad at those colonels, I can tell you. I got there, and the colonel, the Russian colonel, met me at the door, brought me up front. The place was packed, 2,000-3,000 people standing up against the walls as well as... Der russische Kommandant holte mich am Eingang ab. Der Platz war vollgestopft mit Menschen, und es war einfach ein fantastischer, herzlicher, russischer Abend. Sie sangen ihre Lieder, erzählten Geschichten und so weiter. Und dann tanzten sie alle Kasachok und rezitierten ein wenig Puschkin. It was Pushkin, Lermontov, dancing, singing, just an intensely wonderful Russian evening. Und ich wusste die ganze Zeit über, dass die Amerikaner um 5.30 Uhr am nächsten Morgen angreifen werden. Und das würde das Ende dieser Leute sein. The Americans were going to attack, and that was going to be the end of this group. And all night, I kept saying to myself, tell them to get out of here, you know, they could easily have broken out, there were no... Die ganze Nacht über dachte ich immer wieder, sag ihnen, dass sie hier abhauen sollen. Aber ich habe es nicht getan. Einmal nur war ich nahe dran. Ich war schon am Gehen, und der russische Kommandant wünschte mir eine gute Nacht, eine friedliche Nacht. Beinahe sagte ich ihm, nichts an dieser Nacht ist friedlich, haut ab. Ähnliches braut sich auch ein Jahr zuvor in Kärnten zusammen. Towards the evening, I was helping in the Red Cross. Gegen Abend, ich half gerade in einer Rotkreuzbaracke aus, einige Binden für Notfälle zu wickeln, als plötzlich die Tür aufging und ein Mann hereinkam. Er konnte kaum gehen, aber irgendwie hatte er es geschafft, bis hierher zu kommen. Er fiel flach auf den Boden, blieb liegen. Er war mit Wunden übersät und blutete fürchterlich.
Wir konnten ihm nicht mehr helfen, seine Verletzungen waren zu schwer. Aber anscheinend konnte er aus Judenburg fliehen und kam zurück. Nein, er kroch hierher, um den anderen zu sagen, dass Offiziere erschossen worden sind. Kurz darauf war die Hölle los. Wir mussten über die Draubrücke. Das Wasser, aufgewühlt, unzählige Menschen ertranken, wie fallende Blätter im Herbst. Kleine Köpfe tanzten auf den Wellen, sprang hoch und ging unter. Einige von ihnen waren schon tot. Ich sah eine Frau, offensichtlich eine Kosakin. Sie trug das traditionelle Kleid und einen Schal um ihren Kopf. Sie hatte ein Bündel weißer Stofffetzen im Arm. Jedenfalls schien es mir so. Plötzlich knallte sie das Bündel zweimal hart auf den Brückenboden, nahm dann das Bündel wieder an ihre Brust und sprang ins aufgewühlte Wasser. Sie wurde einfach weggespült. Wir fuhren immer längs der Mur. Wir wussten, hier links, da sind die Seetaler Alpen und da wollen wir ja hin. Und rechts auf der anderen Seite, das sind die Sowjets. Was interessiert uns das? Die Kolonne setzt sich in Bewegung nach rechts über die Brücke. Das Blut erstarrte in den Adern. Nicht aus Angst oder Schrecken, nein, dass wir so auf die Engländer hereingefallen waren. Die haben uns so große Versprechungen gemacht. Wir werden eingesetzt in Kanada als kanadische Polizei. Die Kosaken, oder? Gut, haben die Kosaken gesagt, wir gehen nach Kanada. Das war nichts. Zuerst haben sie die Offiziere weggeholt, und nachher haben die Kosaken weggeholt. Zigtausende werden deportiert. Ihre Sache war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Sie konnten auch bei den Völkern der Sowjetunion nicht auf Verständnis hoffen. Stalinism was one of the worst evils in human history. Der Stalinismus war eines der schlimmsten Übel in der Geschichte der Menschheit. Und diese Leute wussten das. Sie hatten das aus erster Hand erfahren. Von den Nazis hatten sie gehört. Auch davon, dass die Nazis schreckliche Gräueltaten angerichtet hatten. Aber sehen Sie, ich denke, wäre die Politik der Nazis anders gewesen, dann hätten die Nazis in kürzester Zeit ganz Russland überrannt. Doch so gab es bereits schon in Weißrussland und der Ukraine die ersten Deserteure. Als man dann feststellte, dass die Nazis noch grausamer waren, als der Stalinismus je war, begannen die Soldaten der Roten Armee erst richtig zu kämpfen. Dann führte man die zaristischen Schulterklappen wieder ein, trug wieder Orden, alles war wieder wie bei Mütterchen Russland. Keiner sprach mehr von Stalin oder vom Kommunismus. Moskau im Januar 1947. In Stalins Kerker der Lubjanka warten ein Dutzend Kosakenführer bereits seit einem Jahr auf ihr Urteil. Die Anklage: Hochverrat. Geheime Staatssache. Wir suchen um Erlaubnis, alle Beschuldigten ohne Anwesenheit von Staatsanwalt oder Verteidigern zum Tode zu verurteilen. Der Ministerrat, 11. Januar 1947. Antwort: Einverstanden. Stalin. Novocherkassk am Don, 50 Jahre später.
Als der Stadtgründer und oberste Don Ataman Platow siegreich aus den napoleonischen Kriegen heimkehrte, wurde er nach Kosakenart triumphal empfangen. 3 Tage und 3 Nächte dauerte das rauschende Fest. Heute holen sich die Neuvermählten nach kosakischem Brauch ihren Familiensegen wieder am Denkmal des Kosakenführers Platow. An dieser Stelle stand 70 Jahre lang Lenin in Bronze, für die Kosaken ein Schandfleck. Nowotscherkassk ist wieder fest in der Hand von Platows Nachfahren. Auch der Platz des Generalatamans ist wieder besetzt. Der freie Don ist die Wiege des Kosakentums in Russland. Von hier stammen alle ab. Es gibt nur ein Moskau und einen Kreml in der Welt. Genauso ist es auch in Nowotscherkassk. Hier steht der Atamanenpalast von General Platow, ähnlich wie das Weiße Haus in Washington. Das ist einmalig, wie wir. Bereits Friedrich der Große hat vor über 200 Jahren erkannt, Kosaken kann man töten, vertreiben kann man sie nicht. Вы уезжаете, ты ведь не рад. Слезы блестят, на кого Россию оставляете? А в России снова холода, а в Россию ломится беда. И в России снова гололед. Никто, кроме нас, никто, кроме нас, Россию не поймет. Никто, кроме нас, никто, кроме нас, Россию.